Im Rahmen von unserem Tanzwettbewerb hat Ismail vor einiger Zeit Jive gelernt und in der finalen Runde durch die Jury 27 Punkte erzielt. Heute beim zweiten Teil dieser Trilogie wog ich mich an Gisomba an und werde schauen, ob ich es schaffe, mit meiner Leistung mehr Punkte zu erzielen. Der Kevin wird mir dabei helfen. Er hat dieses Jahr die erste Kisomba-Schule in Basel eröffnet und ich bin bei ihm sicher an der richtigen Adresse. Also, schön, dass du da bist. Wir werden jetzt die ersten Kisomba-Basic-Schritte zusammen machen. Die zwei Hände sind immer zwischen uns. Mhm. Oberkörper zueinander und der Kopf. Marker, schließen. Mhm. Eins, zwei, Marker. Du lässt dich so super führen. Eins und zwei. Eins und zwei und wieder zurück. Mein erster Eindruck ist, dass da kommt Motivation auf. Weil gerade Elan und das Lächeln, auch, das sie gebracht hat, wie glücklich sie ist, da zu sein. Es war eigentlich schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich finde, wir sind mega schnell zum Schluss gekommen. Also, wir haben nicht viel Zeit gebraucht und haben uns recht schnell gefunden, so beim Tanzen. Und von dem her finde ich es echt super. Ich finde, Adina hat sich super geschlagen. Ganz ehrlich gesagt, sie hat sich super geschlagen. Sie hat schnell aufgenommen. Sie hat aber auch gewusst, was ich ihr gesagt habe, wie die Basic heissen. Sie hat sich auch Mühe gegeben, mehr Fragen und tolle Fragen hat sie gestellt. J'adore les histoires d'amour. Quand ça finit bien, alors là c'est mieux. Une bonne histoire d'amour. Ça fait du mal à personne. Définitivement, je t'aime beaucoup, je ris. Faudra pas répondre, oui, je sais. Car ça brûle en moi l'envie de t'avoir dans ma vie. Mais t'as tellement de choses dans ta tête qu'on dirait que t'as pas compris. Je garderai. Also ich habe grundsätzlich gefunden, dass ihr gut zusammen harmoniert habt. Am Anfang hatte ich vor allem ein Problem noch mit am Boden schauen. Und das ist jetzt am Schluss viel besser gewesen. Also ich bin auch sehr beeindruckt, was ihr in kurzer Zeit so geschaffen habt. Was immer schwer ist, ich weiss das auch, sich auf einen Mann einzulassen, sich führen zu lassen. Mhm. Das ist klar etwas, wo man länger daran arbeiten muss. Aber sonst habe ich es sehr toll gefunden. Auch die Haltung, die stolze Haltung, die du gehabt hast, die auch wichtig ist, Gisomba, sehr schön. Ich habe es super gefunden, dass du auf die kleinen Details geschaut hast, wie Women's Aida, Men's Aida, dass du an den Cha-Cha gedacht hast oder an den Dreieck. Das habe ich sehr interessant gefunden, dass du, dass ich gespürt habe beim Tanzen, wie du dich auch fokussierst, die Figuren schön zu bringen, überzubringen. Und das habe ich wunderschön gefunden, aber auch, dass du so schnell die Schritte hast können. Wow. Danke. Also von mir eine glatte 10. Danke. Von mir gibt es auch eine 10. Und vom Chef? Und von mir gibt es einfach eine 10. Hey, super gemacht, Adina.